Nee, heute ist einfach wieder nicht mein Tag. So, ich hab das hier mit dem X mal kurz aufgeballert. Halt das mal für mich, ja? Genau. Ich muss jetzt einmal gucken, dass hier, GeForce Experience, Nvidia Experience, oder wie das heißt, keine Ahnung, die Aufnahme auch richtig macht. Wenn ich unten rechts im Bildschirm keinen grünen Punkt sehe, dann werde ich leicht nervös. Und wie sich in der Vergangenheit zeigte, auch völlig zu Recht, denn manchmal sagt das Tool so, ja, nee, ich nehme das jetzt nicht auf. Ja, und dann, laberst du schön für 30 bis 45 Minuten völlig umsonst ins Mikro, hast die Aufnahme deines Lebens gemacht und ja, schade, ne? Machste nix. Okay. Ja, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank. Kramt die denn hier ihre Taschenlampe da raus? Alles gut bei dir, Kumpel? Nur noch ein paar Aufträge wie dieser, bevor wir den großen Wurf landen, okay? Drahtmission. Großer Wurf. Die hat doch Vorstellung vom Leben. Davon abgesehen, dass die nur Clown kennt. Ey! Komm ich hier rüber. Ehrliche Arbeit. Ah! Ja gut, aber auf der anderen Seite denke ich, dass im Outer Rim ist das vielleicht doch gar nicht so leicht, eine richtige, harte Arbeit zu finden. Also beziehungsweise, also eine normale Arbeit. Hart muss ja nicht sein, also. Da ging der Gedanke eher schon so ein bisschen weiter. Ey! Dass dann, naja, wenn du dann mal ehrliche Arbeit bekommst, dann ist sie einfach zu schwer, als dass sich das wirklich lohnt. Okay, wir haben was für den Gleiter freigeschaltet. Da gibt es wieder was umsonst. Silvianisches Eisen. Und ich frag mich gerade. Achso, ja, sie hat ja die Tasche dabei. Okay. Für mich war wieder ein bisschen unklar, in welchen Rucksack sie das eigentlich alles reinpackt. Leiter benutzen. Da. Was für den Enterhaken. Ja! Das wollte ich definitiv tun. Shit. Da geht meine letzte Bacta-Fiole. Weil er wieder zu blöd zum Schwingen ist. Schwingen. Die ersten Bewertungen vom Spiel sind tatsächlich auch draußen und das Spiel kommt eher so, naja, bei den Spielern an. Die Pikes müssen große Pläne haben. Ja, das wird das und auch. Bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Na, da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, Nix. Engage. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Wenn es sein muss. Kann man Nix auch einen Blaster geben? Das wäre interessant, würde ich meinen. So, halt und drücke Elektrofernglas. Okay. Moment. Y, genau. Nice. Kann ich die irgendwie markieren? Ja, ne? Pike-Syndikat. Dürfte ich. Hochsicherheitsbereich. Markieren. Pikes. Ja. Kann ich mehr als einen markieren? Okay, wie, ne, typisch für Ubisoft. Ja, du kannst wieder Dinge markieren. Sehr schön. Ja, so was ich gerade sagen wollte, wenn ich hier die Leute markiere. Ja, bei den Spielern kommt das Spiel eher so, naja, an. Aber das ist auch oft mit dem Argument verbunden, yo, 120 oder sogar 130 Dollar Spiel dann. Lass ich definitiv durchgehen. Ja, das ist auch ein Trend, den mag ich halt auch nicht. Eine ganze Schar Gegner voraus. Wurde mir oben gerade angezeigt? Ey, die müssen die doch sehen. Please. Okay, das übe ich noch ein paar Mal. Wenn ich die so markiere. Genau, dass ich die dann. Es gibt also 7 Feinde und. Ach, 7. Ich bin wieder dumm. Ich bin heute irgendwie ein bisschen retarded. Ich weiß nicht warum.
gestern so ein bisschen ausgiebiger gefeiert und das merke ich heute. Okay, und irgendwo sind auch zwei von diesen netten Gestalten, die ich noch nicht gesehen habe. Weil er nie leere Drohungen ausstößt. Unsere Feinde fürchten ihn. Und zu Recht. Hey, du Mark. Okay, das plappert hier auch einfach wieder aus. So, ja, falls einer zuhört, unser Boss macht keine halben Sachen. Ja, schön. Das wäre ja eher so der direkte Weg. Ich gebe mal den indirekten. Ja, dann mit den 120 Euro, das ist halt... Ich weiß nicht, ob sie dann wirklich diesen kleinen Wink in Richtung ja, komm, hier Gaming as a Service dann durchsetzen wollen. Ich habe ja auch selbst gesagt, ja, da gibt es ja dieses Angebot für... Ich glaube hierzulande 17,99. Gut, dass ich das jetzt gekauft habe und nicht weiß, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ja, finde ich normal. Na, aber dafür habe ich auch gerade Zugriff auf alle Ubisoft-Spiele, könnte man sagen. Und... Wow. Naja, möchte man beispielsweise das... Ach, come on! Muss man beispielsweise das neue Assassin's Creed spielen? Ich glaube nicht. Aber... Naja. Also Skull and Bones habe ich mir jetzt angeschaut. Finde ich als Zwischendurchspielchen auch sehr, sehr, sehr nice. Aber würde ich nicht... Hey, die Lüftung! Würde ich jetzt halt nicht als Aufnahme sehen. Ich aktiviere die Energiebarriere. Muss ich die... Oh ja. Ah, wieder in die Niere! Und ich kann looten. Sehr schön. Ha! Waka waka. Ist Bescheid. Klau. Ich meine, Ausborg. Sabotieren. So, die lassen sich da vollmüllen. Giftigen Substanzen, da ist eine Kamera. Oh ja, nice, die kommt bis hier rüber. Da. Ja, ich kann da durchs Gestrüpp oder ich kann auch hier lang. Verzieh dich. Weißt du, wir haben die Werkstatt, die Bilderei, unser Schmugglernetzwerk. Ja, und? Vielleicht gibt es in der Stadt mehr Gelegenheiten, an Kredit zu kommen, die wir übersehen. Wir sollten uns eher wegen Crimson Dawn Sorgen machen. Was sind Verlierer? Mag sein. Nix. Aber sobald Haut wir Nein! Tür haben wir größere Nein! Als übersehene Gelegenheit. Okay, dann gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Was machen wir hier eigentlich? Tja, das weiß keiner. Wenn die sich umdreht, habe ich ein Problem. Zu spät. Mercedes-Benz. Cloud, Urastahl. Ah, wie kann man das denn abbrechen, wenn man dem nix einen Befehl gegeben hat, der jetzt vielleicht nicht so sinnvoll war? Das wüsste ich gerne noch. Habe ich noch irgendwas übersehen? In 99 Metern gibt es irgendwas, aber... Oh, oh. Ja! Komm, sehen wir mal nach. Ah, shit! Kommen die jetzt alle, oder was? Nee, die laufen da lang. Ciao! Kann ich noch hin? Nichts. Ich habe nichts gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kommt das neue Indiana Jones Spiel nicht auch für von Ubisoft? Ich glaube ja. Oh, oh. Nein.
Sie kommen in unsere Richtung! Das fand ich gut. Das fand ich gut. Au. Ja, das geht schon. Darf ich mal? Wir haben sie abgeschüttelt fürs Erste. Erfolgreich! Da sind noch zwei. Explosion auslösen, was? Wo? Hä, wo denn? Ach, da. Nix. Jag es hoch. Schlechtes Timing? Ah, ne. Ja, da explodiert was und die so. Ja, okay, wir gehen in die andere Richtung. Das macht voll Sinn. Sehen die mich von da? Muss ich fünfmal sehen. Ja, schön. Hä, wieso kann. Nee, schlechte. Oh ja, danke. Klau. Nein, nichts zum Klauen. Oh oh. Oh, gepanzertes Unterhemd. Eins von. Ah, Moment. Ach, shit. Ich würde eigentlich dann das Fass hochladen. Kann ich irgendwas mit den Druiden machen? Nee, ne? Jag das Fass hoch. Aber pass auf. Nice. Jo, das sind auf jeden Fall ein paar. Sie sind hinter uns her! Nix, verkriech dich! Jo, der geht einfach in so einen Sturmangriff. Oh oh. Keiner läuft hier lang. Oh, sehr schön, das habe ich auch so. Noch irgendeiner? Ohne Fahrschein? Nope. Okay, ciao. Gar nicht mal schlecht. Oh. Ja, Schleichen geht anders, aber macht doch nicht so viel Spaß. Ja, Profis. Das sind echt viele! Okay, also schleichen lohnt sich definitiv. Ja, genau, schieß mir gegen die Tür, scheiß Tür. Ich hasse Türen! Ah, stimmt. Das ist so ein bisschen umständlich. Also hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie so Granaten auf einem besseren Knopf sind. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Nein, nein. Boah, das sind echt viele. Ja, wo laufen die hin? Okay. Cool, wenn die glauben, dass ich da bin. Ja.
Oh, was ist das denn? Hallöchen. Ja, also beim nächsten Mal definitiv merken, Schleichen hat seine Vorteile, denn sonst musst du gegen 8 Milliarden von denen antreten. Ah! Oh, da ist irgendwas. Ja! Bring mir den Blaster! Oh, den Blaster kann er bringen. Oh! Oh, nice! Krieg hier. What the heck? Ja, zielen. Ist das so Sturmtruppen? Junge, sind das viele. Einfach nicht weniger. Warum? Okay, die können leer werden. Auf Wiedersehen. Irgendwo habe ich noch irgendwas vergessen. Voll, alles klar. Moment. Nehme ich direkt mit. Den auch. Gut, dass sie das immer automatisch aufhebt. Und das habe ich aber schon sabotiert. Energiekenner deaktiviert. Ach so, die muss ich deaktivieren. Ja, nice. Na, ist falsch gemacht. Was ist mal was anderes? Ha! Ja, ich kann selbst die. Runter damit, Nix! Sie kommen in unsere Richtung! Okay, das habe ich mir jetzt nicht ansehen können. Mein Gott, ey, da kommt immer. Was denn? Ja, cool, dass ich da nicht hochkomme. Das ist nicht geil. Nein, nein, ich bin gar nicht hier. Kommt er nicht hoch? Okay, ein bisschen peinlich gerade. Nein, nein, ich war. Nein! Ja, okay, das mit den Gegenständen ist echt saudumm geregelt. So, ciao! Nice. Da sind noch viele! Es werden einfach immer mehr. Ich muss einfach da rein. Da könnte ich aber. Ja, ich weiß nicht, ob das links da wirklich dahin führt, wo ich möchte. Ja, okay, beim nächsten Mal gehe ich dann doch etwas subtiler vor. Klau. So runterfahren, Energiekappen. Jo. Achso, auf dem Ausschalter daneben. Geschafft! Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Ja, die 5000 Pikes, die, ne, über die du gerade drüber gerollt bist, aber Kleinigkeiten. Okay, so viel zu looten haben die halt nicht. Den Blastergewehr. Den Blastergewehr. Den lasse ich noch mit. Nein, das war der, den ich gerade weggelegt hatte. Hä? Bewegung, Nix! Die haben es auf uns abgesehen! Hä, wen schaust du denn hier an? Oh. Klau. Brechen den Turm ein. Excellente. Ja, mach kaputt. Achso, hier geht's denn gerade aus. Aha. Geil, sie kann sich mit dem Blaster auch nicht hinknien. Also schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Und die Tasking geht einfach nicht. Wo ist diese Konsole? Oh, oh.
Hol das Bagdanex. Toll gemacht. Oh yes, das bin ich. Bagda, noch ein paar kubanische Zigaretten. Zigarren meine ich. Zugangsbeschränkter Bereich und eine riesige Lootbox. Wie die Profis. Und first try. Was haben wir denn? Credits. 1235. What? Das hat sich mal richtig gelohnt. Da kann ich ja mindestens den halben Planeten kaufen. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Verdammt. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Okay, was haben wir denn hier? 12 Teile Krill, ein Teil Spop. Ein halber Teil Akaba-Gewürz, ein Viertel Kili-Ducha, zu einer Basis vermengen, 8 bis 10 Zyklen gären lassen. Was ist ein Zyklus? Keine Ahnung. Die Mischung abseihen, destillieren, filtern, verdünnen und in Flaschen abfüllen. Oh, die ist verschlüsselt. Ach so, dann spielen wir mal wieder eine Runde Mastermind. Ja, am Anfang brauchst du eh nur. Okay, die sind gar nicht erst dabei. Schön. Ah, eins direkt getroffen. Sehr geil. Und die sind dabei, nur getauscht. Das ist interessant. Ja. Dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schall. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Ja, nice. Nix, mach was. Damit kommst du nicht um. Jawohl, schnapp ihn dir, bring ihn um. Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Okay. Ja, und schon wieder den Blaster fallen lassen. Habt ihr nochmal einen Blaster für mich? Nö. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Nein, der funktioniert so. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Ja, aber wohin? Oh, nee, ne? Nee. Ja, okay. Jo, okay, easy. Fallen lassen. Ja, wäre schön, wenn sie das besser zeigen würden, wo man hinkommt. Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Und er jetzt so, das hast du vor dem vorigen Auftrag auch schon gesagt. Und vor dem davor. Und vor dem davor. Nur Lügen. Lügen tust du, das bist du. Aha, die Steine. Ich habe die sagenumwobenen Steine gefunden. Tada. Es gibt noch mehr von denen. Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Das ist das große Problem, es gibt immer mehr von denen. So, die sehen mich wahrscheinlich. Da haben wir... Einen Blaster. Es ist so gut. Was ist das? Gar nicht so schlecht. Was
Muss ich den ablenken oder... Also, irgendwie wäre das geil, wenn ich den ablenke. Leg los, Nix. Ah, versteck dich da ruhig. Komm mal her. I like. Klau. Da kann ich mir noch ein Blastergewehr holen, wobei das Scharfschützengewehr auch seine Vorzüge hat, definitiv. Mein Gott, ey, steht so ein ranziges Bett in der Mitte, das ist ja richtig widerlich. Aus allen, also aus der Perspektive aller Designentscheidungen, nee. Also hast du ein riesiges Loft und packst das Bett in die Mitte, ja, hervorragend. Da kann der Tini Wittl auch nicht mehr helfen. Vorsichtig, Nix. Ah, nein. Nimm mal wieder frische Luft. Sagte er neben so einem Abgasrohr. Ich schaff das. Ich schaff das. Okay, leuchten selbst die Pflanzen? Warum leuchten die Pflanzen? Warum leuchten die Pflanzen? Nope, da nicht. Doch. Was haben wir denn hier? Talco. Chalkoprit. Hä, ja, oder doch? Nee. Na, da einfach so runtersegeln möchte ich halt auch nicht, ne? Ich möchte ja lebend irgendwo ankommen. Wer hätte das gedacht? Hä? Hä? Okay, wieder leicht dumm. Wo muss ich hin? Ich sehe es nicht, oh mein Gott! Ich kann die Backseat Gamer schon hören. Oh mein Gott, warum bist du nicht da und da hingelaufen? Ah, da, okay. Durchhalten fallen lassen. Beides. Boah, okay, das sieht cool aus. Ja, keine Zeit, die... Und der genießt erstmal die Aussicht. Ah, war doch ein Klacks. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Ja, so ein kleines bisschen überspiel ich auch. Wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß, du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Ja, kein Problem. Kehre zu Danka zurück. Um noch etwas Dankbarkeit zu bekommen. halt mal. So, okay, dann geben wir dem das dann mal. Müsste sich da wieder durchschleichen? Nee, die rennt einfach durch. Ja, wir kennen uns ja schon. Hallo. Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Oh. Cool. Ja, wir rennen heute extra mal so im Kreis.
Ach so, genau, da war ja dieses Gebiet, ne? Okay. Weil ich auch immer noch nicht speichern kann, verstehe ich überhaupt nicht. Möglicherweise geht das nur im Schiff. Wenn das irgendwann in diesem Jahrhundert nochmal repariert wurde. Ich bin ganz ohr. Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Hört sich an wie eine Masche. Keine Masche. Eine Gelegenheit. Ja, da bin ich natürlich sofort mit einverstanden. Achtung, drin haben wir noch Verfahrt. Schon gehört? Jemand ist in die Pike-Festung eingebrochen. Die sind schon so lebensmüde. Mit Gorak würde ich mich lieber nicht anlegen. Ja, ja, das stimmt. Also, ne? Muss man ja schon richtig bescheuert sein. Da muss man ja schon jenseits von Gut und Böse dämlich sein. Kann ich hier noch irgendwas Neues machen? Nee, ne? Na gut. Goraks Lieblings-Spotschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Tada! Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Zerek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Zerek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Ich habe andere Pläne. Entschuldigung. So, Lara vom Pike-Verräter erzählen. Die So, Crimson Dawn. Da könnte ich mich bei denen ein bisschen Liebkind machen. Und der hat mich scheiße aufgenommen. Die macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck. Ja, komm. Ja, die Kamera mal näher fährt, okay. Einer von Goraks Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an, wie du mitspielst. Du lernst schnell. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Ich kann nichts versprechen. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Aber die wissen erschreckend viel. Papa, ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Termine. Ich hab einen Zahnarzttermin auf einem anderen Planeten. Zeit. Zuwendung. Keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Okay, die hat noch was für mich, oder? Ja, hallo. Also, Danka. Hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du da nicht rein. Kann ich klauen? Ich kann meinen Blaster umbauen. Mache ich seit Jahren so. Ich brauche nur die Teile. Weißt du was? Ich habe einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Ja, ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Und Kay, ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was.
Mal davon abgesehen, dass diverse Pikes mich nicht mögen, aber ja, naja. So, Neutrix, Quest verfolgen. Ja, füllen wir mal. Direkt mit dem rechten Analogstick. Stick. Zwielichtiges Nebenpersonal. So, und irgendwas Neues gibt's hier immer noch nicht, ne? Musikbox. Was war hier? Anlehnen. Kann ich irgendwas bestellen? Wieso kann ich denn nichts bestellen? Das macht doch keinen Sinn. Ja, darf ich mal? Schmieriger Typ Nummer 2. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass ihn nicht warten. Ja, dann lege ich einfach mal so eine ganze Fabrik lahm, aber das ist auch, das ist okay. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Ah, das klingt nach Spaß. Okay. Ich werde nochmal kurz den Blaster umbauen. Verricks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Nein! Schau mal, jetzt komme ich da durch. Da waren vorher Sturmtrupplerinskis. Was haben wir hier? Aber wo bin? Bahnbrecher mit breitgestellten Materialien. Genau, die ist ja da unten. Stimmt, hier ist ja der Eingang zum... Achso, hier kann man dann wahrscheinlich auch landen. Ah, Landezone. Okay. Da gibt's noch was zu tun und hier kann ich noch Beric Kero, den Schneider, suchen. Nee, hier war ich noch nicht, ne? Ja. Wenn du die Augenbrauen hast, nicht nur Augenbrauen, sondern wenn du die Augenbrauen hast, auch ich halt gering. Richtig Bock nochmal auf eine... Auf eine, ja, nicht eine ganze Folge vielleicht, aber auf eine Runde Sabak. Weil irgendwie habe ich ja 150 Credits verloren, weil diverse Spiele ja nicht speichern wollen. Naja. Am Bärenring. Aha. Amberin! Amberin. Ja, die zwei lustigen drei. Mirugana-Markt. Auf Mirugana. Ne. Okay, Droiden, die anderen Leuten Droiden verkaufen oder so. Das sieht jedenfalls so aus. Oder der guckt sich gerade an, ja, was er sich da kaufen kann. So, Nix stellt sich wieder ins Licht. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Ja, den Sinn des Lebens. Moin! Auch mal cool, wenn es so ein Spiel gibt, wo einfach so ein Todes... Todesentruppler. Ja, hier, also, ne? Genau, so ein Sturmtruppler spielst. Und dann ist das ultra spannend, weil du dann so auf den Todesstern versetzt wirst. Und dann ist so eine ganze Mission einfach nur, dass du da so warten musst, so vor so einem Gefängnisblock. Ich hab mal gegen 6 Jabbas gekämpft mit bloßen Händen. Die sind klein, aber haben miese Tricks drauf. Hm. Pass doch auf! Ja, oh, ich sag beide. Gut. Pass auf! Ich hab mich verlaufen. Jonka Remset. Gesundheit.
Willy Yonker, ey. So. Ja, da oben. Bleib jahrelang irgendwas. Das letzte Wort könnte ich nicht lesen. Ich könnte schwören, da stand knusprig. Bleib knusprig. Wie geht's? Verkaufen. Irgendwas kann ich doch auch verkaufen. Kann bedenkenlos verkauft werden. Das finde ich echt gut. So ziemlich alles. Kann bedenkenlos verkauft werden. Gibt es irgendwas, was ich nicht... Genau, das hier, das ist auch so weit unten. Alle Wertsachen verkaufen. 720! Ja, da sage ich nicht nein. Nicht zu verkaufen. Das sind dann die... Ach, das sind nur die Preise, die er... die er anbietet für die Waren. Verstehe. Was haben wir hier? Grobtuch. Gepanzertes Unterhemd. Jo. Komm bei Händlern. Bla bla. Polycarbonat. Ich weiß nicht, wie viel ich davon habe. Ich glaube, davon brauche ich später mal irgendwas. Bacta-Fiole. Heilt K über einen kurzen Zeitraum. Davon habe ich genug. Sitz 2 von 2. Und es wird eh so sein, dass... Wie es aussieht, sind Ihre Dokumente abgelaufen. Was? Unmöglich. Ich habe sie erst verlängern lassen. Das ist nicht mein Problem. Auf gestern. Aber für ein paar Kredits könnte ich das übersehen. Ich bitte Sie, ich habe nicht genug. Hey, habt ihr nicht eine Galaxis zu beschützen oder sowas? Da hat doch nichts zu denen. Bist du dir sicher, dass du dich hier einmischen willst, Kleine? Kontakte nutzen. Ja, wenn ich welche hätte. Shit. Ruf, pack sie gerade gut. Ja, okay. Credits geben. Du willst Kredits? Hier, nimm. Wie viel? Kluges Mädchen. Ich hoffe, es gibt keine weiteren Verstöße. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Jeder hier hat furchtbare Angst vor dem Imperium. Aha. Wie wär's mit einem Rabatt oder so? Aber ja, ja, natürlich. Danke nochmal. Oh, tatsächlich. Gut, dass ich das gemacht habe, bevor ich was gekauft habe. Ich kenne da jemanden. Sehr schön. Stehen Sie sich in Ruhe um. Cool, dass es auch eher so durch Zufall passieren kann, habe ich das Gefühl. Ja, sah jedenfalls so aus. Aber das hier passiert nicht aus Zufall.